Hallöchen, Freunde, da sind wir wieder. Wir sind zurück. Tja, im fremden Dorfe. Da müssen wir uns auch langsam mal einen Namen überlegen, ne? Dorf, in dem eigenartige Menschen leben, ist, glaube ich, ein bisschen zu weit. Zu lang. So, folgendes. Ich habe hier noch ein Bücherregal hingestellt und habe hinten noch ein paar Bücherregale zusätzlich hingestellt zum Verzauberungstisch. Und dann holen wir uns noch ein paar Bücher. Ich glaube, ich habe hier noch... nee, habe ich nicht. Gut, dann habe ich halt keine Bücher. Ich habe noch ein paar Körner, weil ich habe die Kühe ein wenig vermehrt, habe die Kühe ein wenig reduziert. Und das, was wir jetzt noch an Körnern übrig haben, bekommt er hier. Und wenn die Kiste da oben voll ist, habe ich keine Ahnung, was wir mit den Körnern noch alles machen sollen. Haben wir hier zufällig noch ein einziges Buch? Nee, ne? Aber Körner. Körner wirst du hier, glaube ich, überall finden. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Das ist ein Buch und eine Feder. Das brauchen wir nicht. Bam, 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 bam. Das ist ein Bogen, das ist ein Bogen, das ist Zuckerrohr. Leder ist auch keins drin. Da sind nur Steine drin, da ist nur Erde drin. Brennen tun wir gerade nichts. Na gut, dann ist das so. So, dann zum Dach. Theoretisch könnte man sagen, man behält dieses Design bei, aber dreht es halt um und nimmt dann diese Bretter, oder? Bin auch so ein bisschen unentschlossen. Achso, warte. Die Körner, wenn ich sie schon in der Hand habe, die sollte ich dann natürlich auch dorthin tun, wo sie hingehören. So, weg, weg und weg. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar, wo waren wir denn zuletzt stehen verblieben? Ich glaube, Dusche oder Schlafzimmer. Küche war soweit safe. Schlafzimmer schaut soweit eigentlich auch ganz gut. Ach, Decke, siehst du? Die Decke. Die dann im Birkendesign, ne? Eine helle Decke. Lässt den Raum, dadurch, dass er alles relativ dunkel ist, dann auch schön hell erscheinen. Theoretisch. Dann nehmen wir das mal mit. Dann nehmen wir das noch mit. Tja, dann verließen sie ihn auch schon langsam. Das nehmen wir mit, dass wir zwischendurch mal Kühe füttern können. Aber ich habe doch noch irgendwo Halbstufen gehabt. Hier zum Beispiel. Dann kann man die noch mitnehmen. Und ja, die nehmen wir vorsichtshalber mal mit. Gut. Dann geht's los. Decke bauen. Schauen wir erstmal, wie das aussieht mit der Decke. Das wird natürlich hier auch sehr hoch, ne? Wenn wir das alles hier hin pflanzen. Und da ist die Frage, upsi, ob und wie wir dann einen Dachstuhl machen. Dadurch, dass der Kumpel einen Keller hat, würde ich oben theoretisch auf etwas verzichten. War gerade am Überlegen, ob ich die Balken vielleicht dann doch weiter hochziehe. Könnte man machen. Ich glaube, das mache ich dann noch. Ach, aber das mache ich dann von oben. Ist ein bisschen leichter als von hier unten. Beziehungsweise das Wegschlagen. Das mache ich von hier unten, weil sonst weiß ich ja nicht, wo oben ein Balken sein soll. Oh, mit dieser Stufe. Schrecklich. Immer setzt du irgendein Kappes daneben. So, wir brauchen mehr. Machen wir hier erstmal die Hälfte von. Hier machen wir alles von und dann machen wir das hier noch. So. Ich bin gespannt, ob die Ausleuchtung genügt oder ob wir da noch mehr Fackeln anbringen müssen. In der Küche sieht es relativ düster aus. Ja, aber es geht noch.
Und so. Jetzt ziehen wir das einmal bis ganz nach oben. Haben wir Erde mit? Natürlich nicht. Natürlich nicht, wieso auch? Lass mal gucken. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und Erde. So, machen wir das so. Dann gucken wir mal, dass wir alles von hier erwischen. Er hier. Er hier. Dann er an der Ecke. Da läuft einer lang. Jetzt habe ich noch das Glück, dass ich hier gucken kann. Das müsste einer sein. Richtig. Das müsste einer sein. Auch richtig. Wo laufen die zwei lang? Hier. Und der müsste einer sein. Dann der da. So, dann müssten wir eigentlich schon so ziemlich alle haben. Bis auf die zwei hier. Genau, dann sollten jetzt theoretisch alle Balken bis nach oben laufen. Ein kurzer Check. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wie schaut es hier innen aus? Das haben wir, das haben wir, die haben wir. Die beiden. Hier haben wir ja soweit keine. Die laufen nach oben und hier haben wir auch keine. Okay. So, warte mal, dann bringen wir hier noch zwei Fackeln mit an. Dann die über der Tür. Ja, 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 ja. Gut. Türentechnisch. Würde ich hier vielleicht eine Fichtenholztür machen. Ach, da haben wir drei Stück, weißt du was? Dann machen wir hier eine. Mit Beleuchtung. Und hier vorne eine doppelte. Ebenfalls mit Beleuchtung. Da brauchen wir jetzt ein paar Stickies. Upsa. Dass wir uns hier ein paar Fackeln machen können. So. Gut. Das sieht ja aus wie aus einem Guss, ne? Schön, schön für den Anfang, möchte ich behaupten. Warte mal, ich setze die mal hierher. Genau, da in die Ecke, da wollten wir dann ein Bild hängen. Oder vielleicht ein kleines Bild hierher und eine Uhr da drüber. Das geht auch. Und hier dann vielleicht noch ein Bild. Das heißt, wir benötigen auf jeden Fall Wolle. Wolle haben wir, dann brauchen wir auch noch Sticks. So. Und Wolle, das heißt, jetzt können wir Bilder machen. Sechs Stück. Dann sind unsere Sticks ja auch schon wieder aufgebraucht. Wahnsinn. Was das kostet. So, na gucken wir mal. Also ich habe gesagt, hier hätte ich gerne ein... Naja, du bist ein bisschen... Ach warte, da muss ich ja hier wieder... Hahaha. Da muss ich ja wieder mit Tricks arbeiten hier. So, nee. Gibt es keine größeren Bilder? Scheinbar nicht. Na gut, dann so eine Kamelkarawane. Na klar, da geht so ein Riesenbild.
So. Haben wir gesagt, wollten wir hier was haben. Das ist okay. Na, wo ist es? Jetzt. Okay. Aha. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das jetzt? So. Und im Schlafzimmer wollten wir ja dann auch noch hier eins herhängen, ha? Weiß nicht, der ist, glaube ich, im Schlafzimmer ein bisschen fail. Jo, jo, jo. Dann da noch ein Bücherregal her. Da kann man vielleicht dann noch ein Bild mit hinhängen. Hier kommt dann das Bücherregal und dann sieht das hier eigentlich schon mal ganz in Ordnung aus, möchte ich sagen. Dann passt das schon mal so halbwegs und dann können wir uns dann hier um die Kuhweide kümmern. Dafür müssen wir jetzt erstmal die Axt zücken, damit wir ein paar Bäume fällen können. Komme ich nicht drauf, deshalb so schlimm. Machen wir das Ganze auf die altbewährte Methode. Baum fällt man hier meistens auch von unten. So, da drüben ist noch was. Achso, das ist schon wieder ein anderer Baum. Na dann. So. Setzlinge hätte ich natürlich wie immer gerne reichlich. Achso, da haben wir das Laub geklaut. Ich wollte schon sagen, das ist ein sehr komisch gewachsener Baum hier, aber da war unser Wirken dran schuld, dass der so komisch aussieht. Kein Eigenverschulden, möchte man auch sagen. So, dann haben wir zumindest wieder genügend Eichenholz, dass wir uns ein paar Sticks mitmachen können. Und dann vielleicht noch das ein oder andere Bild dazu. Und es dämmert langsam. Mal gucken, die Kühe, die werden wir auf jeden Fall dann nochmal vermehren, bevor wir die hier rüber locken. Und da ist die Frage, wie machen wir das Gehege, ne? Dann ist noch eine Kuh. So, jetzt erstmal hier den ganzen Kappes einsammeln. So, wie macht man so ein Kuhgehege? Also der Baum hier muss definitiv noch weichen. Und haben wir auch gleich Holz für unsere Zäune, siehst du? Ich hoffe, da drüber ist nicht noch einer. Sehr schön. Okay, das war mal Mist. Nehmen wir dann schnell den Dreckfahrstuhl nach oben. So, da hätten wir alles. Ich kann das erstmal ein bisschen decayen. Und dann schauen wir uns dann mal das Gelände an, wie es denn aussieht. Okay, das ist eher ungünstig für eine Kuhfarm, wenn da Lava in der Nähe ist. Das sage ich jetzt einfach mal so. Bin zwar kein Kuhspezialist, aber ich denke, das ist nicht so im Sinne des Erfinders. Okay, das decayt alles. Da kann man mal gucken, wie wir es dann mit dem Terraforming ein wenig machen. Ich kann ja dann auch hier bei ihm im Bettchen schlafen, das ist kein Problem. Denn vom Prinzip her würde ich eine Treppe hier runterbauen. Auch bestehend aus... Jetzt pass auf, dann machen wir hier... Ich weiß, ich habe es jetzt hingelegt, aber... Hat alles seinen Sinn und Zweck vielleicht. Zumindest in meinem Kopf. So. Dann brauchen wir noch... Ach, wir haben eine Werkbank dabei. Das ist ja auch mal höchst komfortabel. So. Irgendwo haben wir noch welche, ich weiß, aber...
Warte, dann machen wir das so. Und den lassen wir abschließen. Okay. So, und dann kann der dann auf die Farm. Von der Theorie her. Aber wir gehen jetzt erstmal pennen, wenn wir denn könnten. Aber wir stehen doch schon auf dem Strich. Naja, nutze ich mal die Zeit, ein Schlückchen Tee zu trinken und die Stimme wieder ein bisschen anzukurbeln. Gute Nacht. Hab nämlich kurz die Zeit genutzt und hab mir schön heißen Tee mit Honig und Zitrone hier einverleibt. Mhm. Soll recht gesund sein für Hals und so. Von daher, ich bin mal gespannt, was es bringt. So, das ist schon mal echt schön, dass wir so viele Setzlinge haben. Und ein paar Äpfel waren auch dabei, jo. Und Stickies, jo. So, aber jetzt zu den Ausmaßen. Der hier kommt auch noch weg. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier wirklich mache. So, weil am liebsten... Am allerliebsten. Der muss auch noch weg. Nehmen wir uns jetzt dann Cobblestones. Und zäunen das Gebiet einfach mal mit Cobbles ein. Wir haben ja davon jede Menge. Und der See muss hier erstmal weichen. Wenn wir einen wollen, dann machen wir uns auf eigene Wege ein. Aber ich glaube nicht, dass wir so viele badende Kühe hier wollen. Übrigens ist es ein Trugschluss, dass Kühe keinen Schließmuskel haben und mit Wasser verlaufen, wenn sie reinfallen. So als kleiner Funfact. So, das kommt erst kurzerhand nochmal weg. Spätestens wenn wir Kühe schlachten wollen, ist uns das hier immens im Weg. Dann holen wir uns mal ein paar Cobbles. Ich war ja vor der Aufnahmesession war ich ja erst nochmal unten in der Mine und habe mich ein bisschen durch die Gegend gegraben und habe auch ein paar Ressourcen freigelegt, wie ein paar Smaragde und Diamanten. Und Redstone. Und das würde ich natürlich dann gerne erst abgrasen, wenn wir eine Glück- oder Behutsamkeitsspitzhacke haben, ne? So. Vorher lasse ich das da unten einfach mal stehen. Jetzt mache ich einfach mal hier so. Huch. So, ich würde sagen, diese Größe. Da sollen ja auch keine 12 Millionen Kühe drauf sein, ne? Das soll einfach so ein... Naja, der Haushaltsvorrat von Leder soll das einfach nur sein. So, jetzt steht der Kumpel mir hier natürlich im Weg. So, Dreck. Ach ja, Freunde, und bei euch so, wenn ich jetzt mal so auf die Medien eingehen soll, ne, ist ja momentan der, oh Gott, wie heißt er? Nicht der Krombacher, der Coronavirus ist ja unterwegs. Und ich finde es immer wieder lustig, was heißt lustig, es ist merkwürdig, ne? Du hast, jedes Jahr hast du irgendein Virus, irgendeine Krankheit, die hier Menschen dahin rafft und sich Hartgas ausbreitet und die geben dem jedes Mal einen neuen Namen. Klar ist die Zusammensetzung immer wieder anders von so einem Virus, der hat einen anderen Stammbaum, möchte ich es mal nennen. Und deshalb braucht er eine neue Bezeichnung. Aber es ist halt lustig, wie der hier von H1N1, glaube ich, hieß der eine, über Maul- und Klauenseuche zu Vogelpest, über Corona, alle möglichen diversen Namen dann hast, ne? Das ist so ein bisschen das Faszinierende. Und, naja, was soll man sagen? Es ist für mich persönlich eine Eigenart der Natur. Denn, jetzt böse gesagt, die Wegrationalisierung von Menschen tut der Natur prinzipiell mal ganz gut.
klar wird sich jetzt der eine oder andere fragen, wie kann ich sowas nur behaupten? Aber wenn du die Natur mal im Gesamten siehst, ne? Die reduziert sich von Zeit zu Zeit alle x-tausend Jahre einfach selbst auf ein Minimum des Bestandes. Und damit meine ich wirklich Minimum. Beispielsweise, wenn sich die Polfelder der Erde umkehren, ist das immer mit einer Eiszeit verbunden. Und ja, was in der Eiszeit passiert, da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden, was da so alles läuft. Und nicht mehr läuft. Deshalb, ja, für mich ist das natürlich, dass sowas geschieht. Die Natur regelt sich immer selbst. Es hat alles irgendwo, wie sagt man so schön, alles in der Natur hat einen Sinn. Und so wird auch so ein Virus einen Sinn haben. Klingt zwar böse und es klingt gemein und so weiter, aber da bin ich ehrlich, ne? Ehrlich zu mir selbst, ehrlich zu allen anderen. Das ist das, was wichtig ist. Ehrlichkeit. Finde ich persönlich. So, warte mal. Also die Umgebung hier, die würde ich glatt so lassen, sage ich mal. Dass wir hier relativ wenig verschandeln. Außer vielleicht das Blattwerk hier noch ein bisschen mit wegnehmen. Weil da haben die Kühe hier einen relativ natürlichen Raum. Hier hinten noch ein bisschen Erde aufgeschüttet. Das kann man hier machen. Dürfte auch keiner was dagegen haben. Bam, bam, bam. Und dann sieht es ganz gut aus. Und ich habe schon wieder überzogen. Meine Güte. Ich lerne es aber auch nie, ne? Naja. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir machen dann das nächste Mal einfach frisch vom Frühling hier weiter und gucken mal, was denn noch so alles passiert. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut und tschüssi.